Liebe Gemeinde, Schwestern, Brüder, wie ihr wohl ahnt, ich reim heute wieder, denn dieser Tage Fastnacht ist. Auch wenn man dies beinahe vergisst, weil heuer unseren Karneval ein fieses Virus bracht zu Fall. Die Faschingsfeiern in dem Lande, sie kommen diesmal nicht zustande, Frust und Enttäuschung sind recht groß. Der Elverrat ist arbeitslos, Geselligkeit ist untersagt, weil uns Corona weiter plagt. Auch in den Kirchen, da sieht man die Einschränkung der Krise an. So ist's am Sonntag stets vonnöten für die, die in der Mess wollen beten, dass sie sich anmelden dafür und nicht stehen vor verschlossener Tür. Der Mindestabstand dazu führt, dass Sitzplätze sind reduziert. Will man sich in die Kirche wagen, muss man da eine Maske tragen. Verstummt indes ist der Gesang. Zum Glück gibt's dafür Orgelklang. Das alles ist für uns nicht schön. Wir wollen doch froh zur Kirche gehen, aus voller Kehle Lieder singen. So unserem Gott das Lob darbringen. Doch das geht momentan noch nicht. Wer weiß, wann Besserung ist in Sicht. In der Gemeinde es geschieht, dass man sich ziemlich selten sieht. Gruppen und Kreise, die sind jetzt schon länger bei uns ausgesetzt. Es fehlt, so spüren wir derzeit, eine Menge an Lebendigkeit. Das ärgert manche, regt sie auf, andere hingegen nehmen's in Kauf, dass so viel, was wir gerne wollen, vorübergehend nicht tun sollen. Deshalb vieles nicht planbar ist für uns auf unbestimmte Frist. Wir haben auch in der Kirche eben Verantwortung für Leib und Leben, denn dies hat Gott uns ja geschenkt und freilich auch ein Hirn, das denkt, nicht, dass auch hier ein Herd entsteht, von dem die Infektion ausgeht. Ich wünsche uns Gelassenheit und dass das Thema nicht entzweit, dass wir gemeinsam meistern können, was wir Corona-Krise nennen, die auch ein Ende haben wird. Daran glaube ich ganz unbeirrt. Und wenn ich ehrlich bin, hoffe ich, dass danach auch was ändert sich, dass wir nicht einfach weitermachen mit unseren eingefahrenen Sachen, so wie es war vor Krisenzeiten, sondern auf neuen Wegen schreiten. Wollen wir wirklich Kirche bauen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Was er sagt, hat Priorität und nicht, was da an Wünschen steht und manchen Eigeninteressen. Stets gilt's sich an dem Herrn zu messen. Wenn Jesus fordert, kehret um und glaubt ans Evangelium, dann will er, dass wir uns besinnen auf Gott. Nicht eigenen Glauben spinnen, der wohltut und ist angenehm und sicher auch ziemlich bequem. Denn das ist aus des Herrn Sicht ein Glaube, welcher rettet nicht. Nur wer sich Gott voll anvertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der darf sich freuen heute schon. Denn ewiges Leben ist der Lohn. Ich wünsche mir, dass Heiliger Geist viel mehr in unserem Leben kreist, dass wir statt stundenlang zu tagen die Botschaft Jesu weitersagen, für diese glaubhaft Zeugnis geben, und zwar an jedem Tag im Leben. Denn dies kann andere anregen, für sich einmal zu überlegen, ist das, was Christen sagen, echt? Vielleicht wär's auch für mich nicht schlecht, mich diesem Gott selbst anvertrauen und mit ihm in die Zukunft schauen. Dann
wären Missionare wir, die heute öffnen Gott die Tür in unsere Welt, so dass er dann mit Macht und Liebe wirken kann, wenn dies gelingt in unseren Zeiten, dann wird der Glaube sich ausbreiten. Wir wissen alle, was da war. Ende September letztes Jahr, eigene Pfarreien, die existiert, zusammen wurden sie geführt zu einer neuen Großpfarrei. Vielen war das nicht einerlei. Denn seither gilt, das ist doch klar, nicht alles bleibt so, wie es war. Wer nur nach hinten schaut, vergisst den Blick nach vorn, wo Zukunft ist. Und der verpasst, wie man oft sieht, die Gegenwart, die grad geschieht. Natürlich habe ich überblickt, jede Gemeinde anders tickt. Da gibt es Wünsche, die man hegt, davon man sich nicht wegbewegt. Der Traditionen gibt es viel und trotzdem braucht's Zusammenspiel. Deshalb muss man bei allem planen und den Aktionen immer mahnen, denkt dran, bei dem, was ihr auch tut, dass dieses ist für alle gut. Jede Gemeinde, die man kennt, ist Teil des Ganzen. 10%. Daher ist Weitsicht unbedingt vonnöten, denn nur so gelingt das Miteinander ohne Zwist. Damit die Einheit sichtbar ist, braucht's Toleranz und Empathie und eine Menge Fantasie. Nun, freilich kann nicht alles glänzen. Wir kommen oft an unsere Grenzen. Wo früher mal 10 Priester waren, müssen die 4 heute sehr viel fahren. Denn das Gebiet ist riesengroß und immer ist auch wo was los. Herr Braun und auch Frau Sonnemann packen im Pastoralteam an und für Wort Gottes feiern, ja, sind Frauen und auch Männer da, die alle mit viel Herz und Zeit zum Mitmachen sind stets bereit. Und auch bei vielen anderen Dingen sich Ehrenamtliche einbringen, das freut mich sehr und macht mir Mut. Wenn jeder, was er gut kann, tut und bringt zum Wohl aller sich ein, genau so soll die Kirche sein. Schon sehr bald steht auf unserem Plan der Aschermittwoch. Der mahnt an, vergiss nicht, Mensch, trotz aller Power ist doch begrenzt die Lebensdauer. Auf Erden gibt's kein ewiges Glück. Ein jeder kehrt zum Staub zurück. Das soll uns aber nicht erschrecken, denn Christus will uns auferwecken, in seiner Ewigkeit uns geben Anteil am österlichen Leben. Dort gibt es weder Leid noch Not. Das letzte Wort hat nicht der Tod. Weil Gott uns so unendlich liebt, er seinen Sohn er für uns gibt, der stirbt am Kreuz, uns zu erlösen. Die guten Menschen, auch die bösen, ein jeder kann, wenn er es will, erreichen dieses große Ziel. Dafür nur eines nötig ist, nämlich Vertrauen, dass Jesus Christ mich annimmt und auch zu mir steht, egal wie es mir gerade geht. Wenn ich dem Herrn halte die Treu, dann wird durch ihn mein Leben neu. Die nächsten Wochen kann ich üben, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben. Das ist nicht immer leicht. Manchmal scheint es für mich wie eine Qual, vor allem, wenn ich nicht verstehe den schweren Weg, den ich gerade gehe. Der Herr geht mit. Er garantiert, dass er mich hält, was auch passiert. Drum kann ich heut und alle Zeit verlassen mich auf sein Geleit. Die Liebe
die erfüllt mein Leben, die will ich anderen weitergeben. Mit diesem Vorsatz, den ich fasse, ich euch nun auch in Ruhe lasse mit meiner Predigt. Und behende kommt diese prompt jetzt an ihr Ende. Ihr lieben Kinder, Herren, Damen, gelobt sei Jesus Christus. Amen.